Seid gegrüßt, Abenteurer. Heute ist der Patch 1.08 für Elden Ring gekommen und dieses Update hat es wirklich in sich. Die wagemutigsten Träume der PvP-Spieler sind wahr geworden und wir haben endlich unsere Arenen bekommen. Wir haben wieder 3 vs 3, wir haben 2 vs 2, wir haben alle gegen alle und wir können uns duellieren und gegeneinander antreten mit unseren Geistergefährten. Das ermöglicht natürlich denkbar viele Kombinationen und so könnt ihr selbst in Duellen Glaskanonen spielen und euch mit mächtigen, gepanzerten Geisteraschenhelfern schützen. Nun ist natürlich die große Frage, wie kommen wir in die Arenen? Ihr müsst einfach in eine der 3 Arenen, die in der Welt verteilt sind, laufen und in jeder dieser Arenen befindet sich ein Buch. Wenn ihr das Buch in einer Arena einmal gelesen habt, dann könnt ihr in der Tafelrundfeste auch auf die Funktion der Arena zugreifen. Also meine Empfehlung wäre, erstmal alle Arenen abzulaufen, damit ihr die ganzen Optionen in der Tafelrundfeste gesammelt nutzen könnt. Denn wenn ihr beispielsweise in Caelid ohne Geisterasche spielen wollt, ist das scheinbar noch nicht möglich. Wenn ihr an das Buch in Caelid geht, um dort in eine Arena einzutreten, dann werdet ihr nur mit Geisteraschen spielen können. In der königlichen Arena in Leyndell könnt ihr nur Duelle machen und so weiter und so fort. Aber wenn ihr alle Bücher in den Arenen einmal gelesen habt, dann könnt ihr die Funktionen der Arenen voll aus der Tafelrundfeste nutzen, also keine Sorge. Die Arenen bringen 3 Modi mit sich. Einmal natürlich den klassischen Duellmodus, 1 gegen 1, wie man es von früher kennt. Ihr habt nur eine Flasche mit Himmelstränen, also könnt nur einmal eure Fokuspunkte regenerieren und die einzige Varianz, die es dabei gibt, ist, dass ihr entweder mit oder ohne Geisteraschenhilfe spielt. Ihr könnt euch also im Duellmodus nicht mit euren Flaschen heilen, denkt daran. Der zweite Modus ist das Kampftribunal. In diesem Modus werdet ihr 300 Sekunden gegen eure Gegner antreten. Es ist ein Alle-gegen-Alle-Modus, das heißt, es kann also sehr unübersichtlich werden, hat aber auf jeden Fall großes Lachpotenzial. Im Modus Kampftribunal könnt ihr pro Leben, also jedes Mal, wenn ihr sterbt, werdet ihr wiederbelebt und ihr könnt pro Leben einmal euer Leben auffüllen mit einer Flasche und einmal eure Fokuspunkte. Das wird resettet, wenn ihr sterbt. Genauso, wenn ihr sterbt und wieder aufersteht, dann könnt ihr auch wieder eine neue Geisterasche rufen, wenn die Geisteraschen aktiviert sind. Ihr könnt die Geisteraschen übrigens für jeden Modus aktivieren. Der dritte Modus ist die Schlacht. In der Schlacht werden die Spieler auf 2 gleich große Teams aufgeteilt. Spielt ihr zu zweit, ist es natürlich ein 1 gegen 1. Spielt ihr zu viert, ein 2 gegen 2. Und zu 6, na, ihr habt es euch schon gedacht, ein 3 gegen 3. Aber wo ist der Unterschied bei einer Schlacht 1 gegen 1 gegen ein Duell 1 gegen 1? Naja, das Duell ist vorbei, sobald einer der Spieler stirbt. Der andere Spieler hat dann gewonnen. Die Schlacht endet erst nach 300 Sekunden. Das bedeutet, wenn ihr eine 1 gegen 1 Schlacht macht, werdet ihr 300 Sekunden immer wieder belebt und könnt dementsprechend auch immer wieder eure Geisterasche benutzen. Im Schlachtmodus habt ihr außerdem auch immer eine Lebensflasche zur Verfügung, um euch damit zu heilen. Das bedeutet zusammengenommen, nur in Duellen könnt ihr euch gar nicht heilen. Geisteraschen sind für jeden Modus verfügbar, wenn ihr wollt. Und ich habe schon mal ein paar Matches gemacht und ich muss sagen, es hat richtig viel Spaß gemacht. Aber das klassische 1 gegen 1 Duell finde ich immer noch am besten. Das ist aber nur meine Meinung. Gut, natürlich kam dieses Update nicht nur mit kostenlosen Content für alle, sondern auch mit Balancing. Da hätten wir einmal Balancing, was generell fürs ganze Spiel gilt, und Balancing, das nur für PvP gilt. Ich werde mal mit dem generellen Balancing anfangen und das kurz mit euch durchgehen. Dolche, Äxte und Hämmer sind generell schneller und haben mehr Reichweite spendiert bekommen. Flegel auch, aber nur wenn ihr 2 Flegel habt, also in jeder Hand einen. Doppelklingen, Sensen, Faust- und Klauenwaffen sind einfach nur schneller geworden. Die gefürchtete Stichattacke der Riesenschwerter nach dem Rollen hat wieder Teile ihrer alten Macht zurückbekommen. Sie ist leicht schneller geworden. Außerdem hat man jetzt mehr Gleichgewicht, während man mit einem zweihändig geführten Hammer angreift. Also könnt ihr während der Angriffsserie schwerer aus dem Gleichgewicht gehauen werden. Klauenwaffen machen jetzt generell mehr Gleichgewichtsschaden. Die Kriegsasche Stampfer, also beide Versionen davon, haben mehr Gleichgewicht beim Aufstampfen bekommen. Das heißt, beim ersten Teil der Animation werdet ihr jetzt viel schwerer aus der Haltung geschlagen. Das Talent Flüchtiges Mondlicht des Mondschleier-Katanas macht jetzt mehr Gleichgewichtsschaden mit der Klinge und weniger mit der magischen Welle. Schwere und auch normale Stoßschwerter haben eine verringerte Geschwindigkeit der Attacke aus dem Ducken bekommen. Also wurden Stoßschwerter genervt. Die Kriegsasche Felsklinge verursacht jetzt weniger zusätzlichen Gleichgewichtsschaden. Die sehr, sehr beliebte Kriegsasche Flammender Schlag hat einen kleinen Nerf bekommen. Die Feuerattacke hat jetzt eine kürzere Hitbox-Dauer bekommen. Das bedeutet, dass der Feuerschwall, also der erste Teil der Attack-Animation, schneller wieder verschwindet und nicht so lange Schaden anrichten kann. Ein bitter nötiger Nerf für die Fähigkeit, aber ich habe sie ausprobiert und sie ist immer noch verdammt mächtig. Flamme der Rotmähen macht jetzt weniger Gleichgewichtsschaden. Das heißt, man kann damit Bosse nicht mehr so einfach schießen. Schildschlag aktiviert nach Benutzung schneller die Schildabwehr des Talents. Das bedeutet, sobald ihr das Talent drückt, habt ihr den Schild schneller erhoben. Das ist also ein Buff. Das Gravitationsgeschoss des Stern- und Palbestienkiefers macht weniger Haltungsschaden, also ein Nerf. Das war's mit dem generellen Balancing, im Vergleich zum letzten Mal viel weniger, aber wir haben noch reines PvP-Balancing. Also, folgendes Balancing gilt nur im PvP. Stoßwaffen machen weniger Schaden, wenn ein Gegenangriff nach dem Blocken ausgeführt wird. Das bedeutet, dass Counterattacks mit Dolchen, Stoßschwertern oder Speeren weniger Schaden machen. Ist also wieder ein kleiner Nerf für die Schildträger. Und folgende Waffenkategorien
haben wohlgemerkt nur im PvP einen Gleichgewichtsschaden-Nerf bekommen. Gerade Schwerter, Stoßschwerter, schwere Stoßschwerter, Krummschwerter, Äxte, Speere, Doppelklingen und die Katanas. Außerdem hat die Anrufung Bestialische Schlinge, die wirklich, wirklich stark war, einen Nerf bekommen, auch sie macht weniger Gleichgewichtsschaden. Und der gefürchtete Karianische Schlitzer, das täglich Brot des guten Magiers, hat eine Reduced Power, das bedeutet wahrscheinlich weniger Schaden, weniger Pulse Damage, von allem ein bisschen. Reduced Power kann jetzt alles bedeuten, müssten wir erstmal ausgiebig testen, haben wir jetzt natürlich keine Zeit für, aber ihr wisst Bescheid, diese Fähigkeit ist nicht mehr so gut wie vorher, aber es ist FromSoft, sie wird nicht nutzlos sein, sie wird jetzt nur nicht mehr so komplett overpowered sein, wie sie es bis jetzt war. So, das war es jetzt auch schon mit dem Balancing, dann haben wir noch ein paar nennenswerte Bugs, und zwar gab es einen Bug, bei dem man, wenn man gerannt ist und sich im Rennen geduckt hat, die Ausdauer wieder angefangen hat, sich zu regenerieren, und das geht jetzt nicht mehr. Außerdem funktionieren jetzt beim Schildblocken die Eingabebefehle wie Angreifen oder Zaubern richtig. Mehr braucht man zu den Bugs auch wirklich nicht sagen. Dann haben wir hier noch, wie ihr sehen könnt, einige neue Frisuroptionen. Kann man jetzt von halten, was man möchte, aber sie sorgen auf jeden Fall für mehr Vielfalt. So, dann haben wir die Patch Notes schon komplett erobert und ihr wisst Bescheid. Also ihr lauft jetzt am besten erstmal die ganzen Arenen ab, lest diese Bücher in den Arenen, damit ihr bei der Statue von Marika in der Tafelrundfeste schneller und einfacher auf die Arenen zugreifen könnt. Aber mich würde jetzt noch ganz heiß interessieren, welche Geisteraschen ihr im PvP benutzen werdet oder vielleicht schon benutzt habt, denn das Update ist ja schon ein paar Stunden live. Sagt es mir gerne in den Kommentaren und kommt auch gerne auf meinen Discord-Server, damit wir dort über die Lore diskutieren können oder uns für Arena-Matches verabreden können. Nun, auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Anschauen, abonniert den Kanal, bis bald, euer Ondo.